gucken wir mal nach. Julius. So, jetzt einbauen. Dann haben wir verloren. Hauptsache, das ist irgendwo. So, technisch sind wir jetzt auf dem. Auf den Laufenden, dann gucken wir nach, was jetzt nochmal, was der Bereich Kirschholz sagt. Das ist doch nicht wahr. Wir haben zu wenig Kirschholz. Das darf doch nicht reinnehmen. Wir kratzen an den 4 Millionen. Es fehlen uns nur noch 6.000 Mann. In der Spitze 8.000 waren es gerade. Und jetzt in dem Moment. Bricht wieder alles zusammen. Okay, dann eben zurück in die DDR. Dann machen wir hier weiter. Dann geht es hier weiter. Dann machen wir jetzt erstmal das Kirschholz-Problem. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Hallo, Neuzugang. So, dann machen wir das jetzt genauso wie da eben auch. Das ist ja relativ easy peasy. So, das heißt eben wieder diese drei Bücher hierher. Und dann ballern wir uns da alles voller. So, Handelskammern, so. Bestäubungsmethode. Optimierter Baumschnitt und keinen Schaden für den Profit. Ja, dann nützt nichts. Da müssen wir dann erst Kirschbäume anpflanzen. So, das braucht einmal eine Straßenanbindung. Das Blöde ist, ich kann die Rathäuser nicht verschieben. Weil die Rathäuser sind halt Bestand tatsächlich hier meiner Bauernarbeitskräfte. Nee, sind sie nicht mehr. Ist ja Blödsinn, ich habe es doch geändert. Das habe ich doch verändert. Dann kann ich die ja sehr wohl abreißen hier. So. Aber den Platz nehme ich auch. So, Bestäubungsmethode, optimierter Baumschnitt and some no damage for the profit. I hope that it's the right word. No damage for the profit. So. Then we need, no make we that all in English, some Kirschholz. So, richtig schön da, wo ich nur 10 Bäume brauche. So. Und so. Und so, richtig mal so einen richtig kleinen dummen Kreis. Ich brauche ja nur 10 Bäume. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht allzu viel. Können wir da noch einen hinsetzen. Und da einen hinsetzen. Dann doktern wir da jetzt die Straße drumherum. Oder besser gesagt, so nach hinten raus. Führt sie zu uns. So, und damit sich jetzt keiner beschwert, wo das bis ich das rausgemacht habe, natürlich könnte ich jetzt die Kirschbäume auch schon da pimpen oder da eben hochziehen, aber das geht hier bei 10 Bäumen. Oh, kann ich jetzt? Nee, kann ich immer noch nicht. Ich wollte ja.
So, dann gehen wir jetzt mal gucken. Läuft. So, dann kommen die Kirschbäume von hier. Oh, ich hasse das. Das sind landwirtschaftliche Produkte, ey, das nervt mich, das ist das nicht. Jetzt sagen sie, das ist Rohmaterial. Für mich ist es was anderes. So. Dahin. Wie gesagt, und wieder liefern wir was von der DDR in die DDS. Wobei das natürlich ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche sind. Nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr? So, weiter geht's. Wir kriegen das heute noch hin. Wir kriegen das heute noch hin. Im nächsten Anlauf wird es funktionieren. Krummel. Oh, guck doch nicht so. Du hast doch Würstchen. Hast du noch gar nicht. Ja, so. Komm, geh mal zum Maike. Die macht dir dann ein Maike-Würstchen. Ja, das ärgert mich wieder. Rums, bums, sind sie wieder weg, die 100. Aber ich frage mich immer, woher denn dieser Riesenabsturz kommt. Dass es echt so viel ausmacht. Ich finde das echt schade, dass man da mit den Ventilatoren und Co. da nicht anders handhaben kann. Wie gesagt, natürlich könnte man die Rathäuser anders ausfüllen. Das würde natürlich funktionieren. Dass man dann sagt, so, okay, ich verzichte auf ein paar Leute. Das wäre jetzt allerdings eine mathematische Frage, ob das Sinn macht, ob man sagt, okay, ich verzichte auf 6000 Mann hier, dafür brauche ich dann in der neuen Welt 5000 Mann weniger. Das ist so ein bisschen... Das ist mir zu viel Mathe. Aber Anno ist eben Mathematik, so wie sie es... Auf welche Themengebiete wollen wir uns heute stellen? Ja, ich guck gerade, also hier wird gerade munter noch entwickelt. Qual wie der Tod. Ja, verreckt doch, ist mir doch egal. Hauptsache. Gieß mir nicht mehr länger auf den Senkel. So, die hochziehen. Dann sind wir bei den Ingenieuren. Und wenn wir die Ingenieure haben, können wir die Investoren bauen und dann können wir die Investoren putzen, in die Hochhäuser verwandeln. Und dann sollten wir es doch endlich mal schaffen, hier die 4 Millionen zu sehen. Zwar die Früchte meiner Arbeit. Aber was wissen Sie schon über den Baum, aus dem Sie stammen? Oder habe ich jetzt noch irgendwo... Nee, sind nur noch Handwerker und Investoren da. Diese beiden noch, wenn wir die hochziehen. Also wenn das hier voll ausgelastet ist, 500.000 Mann. Nicht schlecht. Wobei, wir könnten jetzt, wenn wir jetzt die Zeit haben, wenn wir hier warten, während hier Nöle backe... Was sind die Handelskammern? So, ich suche Rathäuser. Da.
Ich suche das Rathaus. Dann machen wir das doch jetzt schon mal zuerst. Dann holen wir den doch schon mal zuerst hierher. Area 51. Wo ist er denn? Louis. So, euch brauche ich hier erst einmal alle nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da holen wir noch alle hierher. Machen wir das Lager doch erstmal voll. So, 25, mehr gehen eh nicht. Dann hüpfen wir hier erstmal durch die Rathäuser und ballern den rein. Dann gewinnen wir erstmal Zufriedenheit. Das ist erstmal schön. Brot, Universität, Brillen, Glühbirnen, Sekt, Dampfwagen, Schokolade, Ventilatoren. Ist die Frage, ist es eigentlich so, dass ich... Naja, ist egal. Kriegen wir hin. Die geniale Erfindung ist vollendet. So, Angriff der Klonarmee kann also beginnen. So, zack, rein. Tab, nächster. Ich weiß jetzt auch nicht, nach welchem Muster jetzt hier von zu bis nachgesprungen wird. Das weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Aber ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache, die Rathäuser sind über die Tab-Taste einzeln anspringbar. Das sollte es gewesen sein. In der Tat sind jetzt alle Rathäuser damit ausgestattet. So, und dann steigt auch so ein bisschen jetzt hier die Laune von Mon Monsieur. Hohes Risiko, hohe Dividende. Ne, das ist ja auch so ein bisschen die Zufriedenheit. Ist ja auch schön, wenn wir da ein bisschen was für die Leute tun konnten. Wie gerufen? Nee, nicht wie gerufen. Ich bin hier nicht dein Saufkumpan. So, diese Herrschaften schmeißen wir dann hier gleich wieder raus. Und dann gucken wir mal nach den päpstlichen Papier. Haben wir jetzt erstmal nur 10 Stück da. Was ist mit der blauen Zofe? Hätten wir nur 6. Ist okay, aber dann packen wir die erstmal voll. Wie gesagt, die holen uns noch 3 und die sorgt nochmal für 5 zusätzliche Einwohner. Das senkt zwar ein bisschen die Laune, aber sie hebt dann, sorgt dann eben nochmal dafür, dass das nochmal erheblich steigt. So, weiter geht's, die runde Fahrt.
lassen sie hochleben. So, okay, da ist dann nichts mehr da. Das hätten wir. Okay, ja, wir haben ein bisschen Zeit totgeschlagen hier. Zeittotschlag, die Sendung für den Arbeitslosen. Dieses Umfeld ist derivativ. So, und dann können wir nämlich jetzt dieses Teil hier, diese drei Gebäude, unsere kleine Farm quasi, die können wir jetzt abreißen. Die brauchen wir nicht mehr. Und dann werden wir jetzt hier unseren Leuten nochmal einen Gefallen tun und ihnen unsere Bank wiedergeben. Es ist echt interessant, dass tatsächlich die Bank diese Größe hat, um eben diese Farm zu errichten. Das ist echt interessant, dass man einfach sagt, okay, ich brauche irgendwo noch Leute, ich habe da eine Bank stehen, ich nehme die Bank raus, setze dann dort diese drei Mindestgebäude, die ich brauche, rein und farme dann quasi alles drumherum. Das ist echt interessant, dass das so, dass das wirklich passt. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, aber es funktioniert. Jetzt habe ich es wenigstens verstanden, warum die Bank so beschissen groß ist oder die Bank so eine beschissene, eben so eine Größe hat. Ergibt jetzt für mich auf einmal tatsächlich Sinn. Super, wunderbar, spielt das Spiel seit 100 Stunden, seit 100 Millionen Stunden und finde es jetzt heraus, warum die Bank genauso groß ist, wie die Bank sein muss. Gott, manchmal bin ich auch einfach nur dumm. Aber okay, stehe ich zu. Da muss er auch erstmal drauf kommen. Den Bogen dann zu schließen. Plötzlich hielt man mich für die Ehefrau eines Ingenieurs. Offenbar muss ich für die halbe Anerkennung doppelt so hart arbeiten. Mhm. Und grüßen Sie Ihren Mann bitte, Frau, Ihren Ingenieursgatten. Das war jetzt gemein. So, sieh zu, Tante. Ich will dich loswerden. Ich will dich hier gar nicht haben. Oh, jetzt fahren schon wieder über 100.000 Leute weg. So, vom Prinzip her weiß ich ja, was fehlt, ne? Das ist jetzt ja kein Geheimnis. Da könnten wir ja eigentlich mal so ein bisschen immer sagt er mir, was es würde Mescal fehlen, aber das kann ich ihm jetzt auch nicht abkaufen. Was immer fehlt, sind Ventilatoren. Oh ja, Ventilatoren fehlen wirklich so ungefähr das Doppelte an Ventilatorenfabriken brauchen wir. Dann wahrscheinlich brauchen wir eine Motorenfabrik. Da sind wir besser dran. Da sind wir schon gut dabei. Aber auch da werden wir wohl nachhaken müssen. Dann wahrscheinlich hier diese Kabelfirmen. Was haben wir dann? Wo meckert er Parfum? Das ist interessant, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt. Nee, doch. Doch, da gibt es gar keinen Grund. Es gibt gar keinen Grund, wegen Parfums zu mangeln. Wo hakt denn das denn da? Wo hakt denn bitte, wenn ich das jetzt so sehe? Ich habe doch... Der Markt sagt 194, ich habe 270. Wo geht denn die ganze Scheiße denn dann hin, sag mal? Das ist ja echt mal schräg. Es bleibt noch etwas Spielraum, um meine Erwartungen zu erfüllen. Ja, das ist Wahnsinn. Aber erzähl mir mal lieber einer, was mit dem ganzen Parfum ist.
ich habe da ein vollgeknalltes Lager und krieg die Chose einfach hier nur nicht hergekarrt. Na, dann ist das ja auch eine einfache Kiste. Da können wir wenigstens... Gucken, so. Nehmen wir die Buxtehude, unser Flaggschiff. Ich weiß gar nicht, wo das Ding gerade dümpelt. Aber wir haben tatsächlich keine freien Luftschiffe mehr. Dann hauen wir doch mal ordentlich da die Kapazitäten raus. Ja gut, wir haben gerade unheimlich viele Luftschiffe im Einsatz für die Materialtransporte. Vielleicht sollten wir da noch mal jetzt aber für die anderen Transporte noch mal nachsiedeln. Okay, das haben wir jetzt also rausgekriegt. Und was ist jetzt mit den Filmrollen? Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Das wäre jetzt auch witzig gewesen, wenn wir genug Filmrollen gehabt hätten. Aber einfach nur eine beschissene Verteilung. Aber so groß ist der Unterschied auch nicht. Wir müssten eigentlich sehr viel mehr Filmrollen irgendwo haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da auch so eine das Lager eigentlich ist auch rappelvoll. Wir produzieren so viel minder, dass wir das gar nicht so merken eigentlich. Da brauchen wir gar nicht so viel nachproduzieren. Wir müssen einfach tatsächlich erstmal nur die Transportwege verbessern. Wie gesagt, die erste Frage ist bei der Minderproduktion. Also die erste Frage, die man sich stellt, ist, okay, ich habe zu wenig davon. Die erste Frage lautet natürlich, kommt genug davon an? Habe ich zu wenig Transporte oder Transportschiffe im Einsatz? Dann die nächste Frage lautet, produziere ich zu wenig? Das ist natürlich auch ein Grund. Dann die nächste Frage, könnte ich genug produzieren? Habe ich aber noch nicht genügend Nebenprodukte oder Rohstoffe? Das ist dann die dritte Frage, die man sich stellen muss. Und in dem Fall wäre es jetzt, wir produzieren zu wenig, haben aber genug auf Lager, um das Problem jetzt hier kurzfristig zu lösen. Also werden wir dann gleich einfach das Ding wirklich wuppen, indem wir dann einfach mal die Transportmengen dermaßen erhöhen. Arg, jetzt gehen mir hier tatsächlich die Mäntel aus für die Damen. Das ist ja mal... Wohin soll's gehen? Ey, ich brauche für 5 Minuten verkackte Mäntel. Das darf aber nicht wahr sein. Okay, wo bist du, Schiff? Und warum bist du da? Du bist in Frankfurt. Okay. Okay, dann flieg bitte nach Hamburg, hol mir Mäntel. Oh, hier habe ich auch kein anderes Ding, ne? Okay, gib mir einen Ping, wenn du da bist. Das rock ich jetzt. Das kriege ich jetzt hin. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, jetzt funktioniert die Scheiße nicht wegen Mäntel. Deswegen klappt jetzt hier wieder gar nichts. Wir stehen so kurz davor. Und dann ist das einzige Problem, was wir dann wirklich noch haben, nur das Ventilatorenproblem. Das ist nicht überschaubar.
paar Filmrollen, aber wahrscheinlich führt der Mangel an Filmrollen wieder zum Mangel an Zellulose, den wir ja sowieso schon haben. Dann müssen wir auf jeden Fall daran arbeiten. So, du bitte. Bereit zum Abheben. Ey, sag mir bitte, dass ihr Mäntel hier habt. Jawohl. Das ist natürlich so, das ist natürlich der einzige Nachteil, wenn man so am Farmen ist, sag ich mal. Dass man dann natürlich sehen muss, Motoren gestartet. dass man natürlich auch dann genug Material hat, nicht nur Baumaterial hat, sondern am Ende auch eben genug Rohstoffe, sag ich mal. Ne? Oder so ein Mantel, oder die Sachen, um das Bedürfnis zu befriedigen, damit die Leute aufsteigen. Es wird natürlich auch im letzten End, musste natürlich jetzt nochmal eben so ein kleines Fick dich passieren, dass mir jetzt natürlich die Mäntel ausgegangen sind. Und wir warten in der Zwischenzeit, dass das Schiff hier ankommt. So, ja, da kommt dann gleich und dann können wir das dann gleich entladen. Und dann machen wir ganz schnell Blutsch und dann sind wir das Problem gelöscht. Ich glaube, da kommt es. Wunderbar. Da können wir jetzt das ganze Ding ganz schnell. Wir behalten sie im Auge. Nein, behältst du nicht. Du be Was machst du denn? Du sollst hier deine Waren ausladen. Ich habe nämlich keine Zeit. Ich muss jetzt hier gleich ganz schnell den Expansionsknopf drücken. So, komm, sieh zu. Das muss jetzt reichen. Mehr will ich hier nicht herkarren. Ah, wunderbar. So, aber da gibt es noch Probleme. Irgendwo hier. Was ist denn jetzt euer Problem, Was bitte? darf es sein? Nee. Ach, das ist ja spannend. Ihr habt genug Mäntel, aber ich muss die Bank tatsächlich nochmal wieder abreißen. Und muss noch mal ganz schnell. Da war ich ein bisschen zu voreilig wahrscheinlich. Mit der Uni. So. Das war's jetzt. Das war's jetzt aber endgültig. Ja, 1353 Dinge. Das heißt, wir haben da jetzt noch über 100, fast 150 Häuser reingesetzt. Hier. So, und jetzt können wir hier wieder eure Bank reinsetzen. So, bitteschön. Wie gesagt, waren wir ein bisschen zu voreilig. Gerade. Hier ist der Glanz bereits verblasst. Das würde ich nicht behaupten. Denn wir fangen ja gerade erst an, hier Glanz zu erschaffen, würde ich behaupten, Freunde der Mitternachtssonne. Sind die glanzlosen Drohnen einer jeden Königin. Man braucht eben auch Leute für die ganze Drecksarbeit, die anfällt, wenn wir diese Stadt auf hohem Bogen in die Zukunft katapultieren. Ja, das ist leider wahr, ne? Du brauchst halt immer
die Leute, die das Ganze erschaffen. Das ist leider so. Das ist leider unser Problem, unser Wirtschaftsproblem, in der wir leider leben. Wir brauchen leider irgendwo die Leute, die die ganze Scheiße billig für uns produzieren, damit wir sie günstig kaufen können, damit wir irgendwo Leben haben. Das ist leider Gottes das Problem des stetigen Wachstums. Irgendwie verstehe ich das Prinzip des stetigen Wachstums nicht. Also das ist etwas, weil wenn ich stetig wachse, weil ich mehr Geld verdienen muss, ist es völlig klar, dass mein Unternehmen, der mir mehr bezahlen muss, die Preise anheben muss, wobei ich dann am Ende irgendwo, ja, dann auch nicht mehr habe, weil dann alles teurer wird, weil ich mehr Geld verdienen muss, weil alle mehr Geld verdienen müssen. Im Grunde genommen steigern wir uns da alle rein. Das Prinzip des stetigen Wachstums oder der, das ist irgendwie etwas, wo ich mir denke, so, wir müssen gar nicht stetig wachsen, denn wenn wir alle erst einmal genug hätten, quasi. Eine ihrer Fabriken. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang. Wäre das am Ende für uns sinnvoller, als wenn wir alle sinnlos in der Gegend wachsen würden? Also für mich ergibt das irgendwie nicht irgendwie Sinn. Wenn man mal ganz ehrlich darüber nachdenkt, haut das alles nicht wirklich hin. So, wir kommen zum Ausbau. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins... Halten Mund. So, wir wollen nämlich die erste Ausbaustufe für unsere Nachzügler bauen. Und können dann gleich die zweite Stufe hinterher karren. Wie ein König in seiner Burg. Was uns dann im Übrigen in unserem Wirtschaftssystem zum nächsten größeren Problem führt, wenn ich eine Sache verteuere, die alle brauchen, wie zum Beispiel Stromkosten oder eben, sagen wir mal, die Strom- und Heizkosten oder Miete. Miete ist ja ein ganz großes Thema. Wenn ich die eben zu hoch ballere und da immer mehr verlange, nehme ich mir auf der anderen Seite natürlich auch die Kohle weg. Weil das Erste, was wirklich begrenzt ist, ist ja das Geld. Ich habe ja nicht mehr Geld weil ich mehr sparen oder weil ich was, wenn ich mehr Strom bezahle, kann ich das Geld in den meisten Fällen ja nicht, habe ich das Geld ja nicht über. Die meisten Leute leben ja nach dem dummen Prinzip, dass wir das Geld, was wir haben, ausgehen und nur einen Teil davon sparen. Nur wobei wir da tatsächlich die meisten Leute auch einen großen, großen Fehler machen. Und sagen so, weil wie viel Geld darf ich denn ausgeben? Wie viel Geld muss ich denn fix haben? Oder wie viel Prozent, mit wie viel Geld muss ich denn klarkommen? Und das ist genau das, nämlich sind 63% meines Nettoeinkommens, weil ich nämlich genau das kriegen würde, wenn ich arbeitslos werden würde. Klingt total bescheuert, aber tatsächlich ist es so. Aber mittlerweile funktioniert das Prinzip schon gar nicht mehr, weil fast 50% des Geldes für die Miete rausgeht. Und mir dann nur noch 13% überbleiben für alles andere, weil die 37%, die ich habe, tatsächlich für Gelder sind, die ich zum Fenster rausjubeln dürfte, theoretisch gesehen. Denn wenn ich dann arbeitslos werden würde, komme ich damit trotzdem über die Runden, ohne Einsparungen machen zu müssen. Und dieses Prinzip kann eigentlich so schon gar nicht funktionieren in diesem Land. Denn man müsste wirklich sagen, so, dass, wenn man mal fragt, was wäre das Grund, ist, dass das tatsächliche bedingungslose Grundeinkommen, was man haben müsste, wären es Miete plus genug, das wäre dann quasi das Lebensminimum. So, und dann braucht man auch nicht sagen, dass man mit Hartz IV oder Bürgergeld, wie immer das Scheiß jetzt gerade heißt, dass das genug Geld wäre, um das zu decken. Natürlich würde das reichen, je nachdem wieder, wo du wohnst. Und dann würde das aber wieder so werden, dass eben andere Leute sich das Geld eben durch ihre Mieten wieder in die Tasche stopfen. Das dreht sich, da drehen wir uns alle munter im Kreis. Das ist alles echt irgendwie nicht richtig. Wie gesagt, unser Wirtschaftssystem hakt da irgendwo.
gewaltig. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht mein Job, das zu lösen. Dazu haben wir angeblich schlaue Politiker, egal welches Lager wir gucken. Da gibt es ja immer ganz schlaue Leute, die immer alles besser wissen. Und im Grunde genommen wissen sie auch gar nichts. Egal, welche Fraktion. Das spielt jetzt die Fraktion, wie gesagt, keine Rolle. Den Rest Stahl, den wir so uns haben, holen wir uns jetzt nochmal aus dem Zentrallager. Die Kumpel aus dem Beast Club haben die verdammte Wette verloren. Von hier oben kann man keine Erdkrümmung erkennen. Wobei ich dann aber auch sagen musste, ich bin nicht für den ich bin für den Kapitalismus durchaus zu haben, natürlich, weil mein Bestreben ist es natürlich, möglichst viel Geld für meine eigenen Bedürfnisse, die ich besitze, zu haben. Das ist völlig klar. Ich bin jetzt nicht Gleichheit, Brüderlichkeit und schieß mich tot. Das ist nicht meine Baustelle. Wobei es natürlich auch so ist, dass Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit eh eine Illusion sind. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Denn es gibt immer jemanden, der sich ungerecht behandelt fühlt. So, das machen wir jetzt aber noch nicht. Da warten wir jetzt drauf, dass die Ladungen da sind. So, wir sind aber gut dabei. So, wir warten, dass das jetzt hier einkommt und wir gucken nochmal nach den Filmrollen, ob da mittlerweile schon Luftschiffe jetzt fertig geworden sind, die wir da mit in die Versorgung nehmen können. Scheinbar nicht, da werden wir tatsächlich warten müssen. Heute scheint wieder so ein Tag zu sein, wo die Schiffe extrem langsam gebaut werden, habe ich so das Gefühl. Da kommen tatsächlich mal 400 Filmrollen hier an. Das Dumme ist eben, dass dieser Luftverladehafen, der ist echt arschig. Der ist so saulangsam. Mit gerade mal 2 Tonnen. Was lädst du da jetzt aus, mein Freund? Abflugbereit. Ah, du lieferst. In die Area 51, das sehen wir jetzt hier. Are. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, Gott sei es gedankt. Da können wir jetzt hier. Kommt nämlich vom Stapel gelaufen. So, dann können wir hier 2 Schiffe mehr reinballern. Und dann machen wir hier gleich nochmal. Jetzt haben wir nämlich die Schiffe hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schiffe. Dann sollte das nämlich ein bisschen schneller gehen. Genauso wie beim Parfum. So, hier, komm, hau raus. Wir wollen das Zeug hier haben und nicht da. Oh, da hätten wir noch eine Great Eastern. Aber da müssen wir erstmal auf das Schiff springen.
So. Bitteschön. Dankeschön. Ah, jetzt ist Stahl da. Wunderbar. Scheint aber doch nicht zu reichen an Baumaterial. Woran scheitert das denn jetzt schon wieder? Ach so, da sind noch Zweier. Also nicht, dass wir jetzt... wir für die Zweier gerade noch nicht genug Baumaterial. Also für die kompletten Dreier. Also weiter warten. WW, weiter warten. Ah, wir haben nicht mal genug Steingrad hier. Die geniale Erfindung ist vollendet. Gehen wir uns jetzt hier aber auch durch. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Jo, da sind wir wieder. Ich frage mich gerade, wieso das Haus kaputt gegangen ist. Weil hier eine Eisenmine explodiert ist. Aber okay, ist nicht mein. Ist nicht gerade. Ist jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet. So, diese Routen hier mit dem Stein, das können wir jetzt rausnehmen. Das werden wir jetzt hier nicht mehr brauchen. Ich glaube auch nicht, das können wir auch rausschmeißen. Da brauchen wir auch nichts mehr. So, wie sieht es aus mit Fahrstühlen? Ja, da holen wir uns nochmal Nachschub von hier. Die lassen wir nochmal drin. Weil noch sind wir ja nicht auf dem End mit den Fahrstühlen. So, Fenster. Fenster, Fenster, Fenster. Auch Fenster holen wir uns die letzten nochmal von hier. Wie gesagt, wir liegen ja in den letzten Zügen. So, Holz, wie gesagt, können wir eigentlich... Ah, lassen wir aber noch mal drin. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Diese Route ist eine Versorgungsroute der DDS GmbH.
das hier ist eine Versorgungsroute. Für die Area 51. Das hier ist eine Versorgungsroute für Cap. Das schmeißen wir mal in die sonstigen rein. Genauso wie das hier auch. Räumen wir mal hier ein bisschen auf. Cap sonstige. Das hier ist eine Versorgungsroute für Frankfurt. Die Menschen lassen sie hochleben. So. New Haven hat schon gar keine Fenster mehr. Ist das das Einzige, was ich da weghole? Aber wenn wir jetzt sagen, wir holen die, da können wir die auch rausnehmen. So, da haben wir schon mal einen Haufen Schiffe. Wie sieht es denn mit Stahlbeton aus? Da würde ich jetzt noch nicht drauf wetten. Das ändern wir mal ganz kurz um und holen uns das von hier weg. So. Das ist eine... Ja, es gab eigentlich mal... Die gibt es so gar nicht mehr. Versorgung sonstiges, dann ist es auch erledigt. So, haben wir hier erstmal ein bisschen Ordnung reingebracht in unsere Routen. Zufriedenheit, das ist echt der Wahnsinn. Ne? Also das mit dem Parfum, das ist schon echt nervig. Gerade weil eigentlich genug da ist. Es kommt einfach nur nicht genug damit an. Das heißt, das ist dann tatsächlich ein Versagen meinerseits. Und dazu muss man dann einfach auch stehen. So, aber was ist denn jetzt mit den Fenstern los?
brauchen wir eine halbe Ewigkeit, um die Fenster auszuliefern. Da sollten eigentlich 800 Stück gleich eintreffen. Aber ohne diese Fenster brauchen wir gar nicht anfangen. Bereit zum Abheben. Die Menschen lassen sie hochleben. So, die ersten 400 sind dann mal angekommen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Aber mit den ersten 400 kommen wir tatsächlich. Ein Feuer ist ausgebrochen. Überhaupt nicht weit. Weil wir damit ja gerade mal 400. Damit bauen wir gerade mal erstmal dieses kleine Gebiet aus. Ey, das zieht sich wieder hin, ey, das darf doch nicht wahr sein. Ich dachte, ich mach das jetzt hier mal eben schnell, ratzfatz, und ich bin fertig, ey. Ich hab doch heute auch noch besser ein anderes zu tun. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Die Menschen lassen sie hochleben. So, damit schaffen wir jetzt schon mal ein paar Häuser mehr, aber das Problem ist wohl dann doch nicht die Fensterage. Das sieht mir jetzt eher mehr so nach einem Problem, Marke. Fahrstühle aus, weil die Fahrstühle zeigt er mir hier oben ja jetzt nicht mehr an. Ja, es waren tatsächlich eher mehr so Fahrstühle. So, damit können wir dann jetzt hier. Die Flammen wurden gelöscht. Die Stufe ausrufen. Toll, wir haben noch ein Gebäude Nummer 1 erwähnt. Ja, mit ihnen gerade eben. So, ab und zu. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Das Fels wieder. Wir krebsen hier echt dran rum. Aber ich finde es gerade erstaunlich, dass wir jetzt mit der Ausbau dieser Stadt jetzt 30.000 Investorenpunkte haben, die wir hier sinnbefreit durch die Gegend ballern können. Ja, am Anfang brauchst du sie und verfluchst, dass du keine hast. Und am Ende denkt man sich so, was mache ich jetzt noch mit 30.000 Punkten? Baue ich mir da jetzt die weltgrößte Armada? Aber ich habe ja keine Feinde. Sind ja alle weg. Besser gesagt, hat sie nie gegeben. Ich hab ja ohne gespielt. Ich habe ja keinen Bock, mich mit denen da auseinanderzusetzen.
Vielleicht war ich zu früh mit denen. Ich nehme Schiffe raus für Fenster. Ich glaube, da war ich zu früh mit. Das. Habt ihr hier noch Fenster auf Lager? Ich brauche mehr Fenster. Das Ganze geht mir gerade echt zu langsam. Okay, gucken wir mal unter Baumaterial. Viele Fenster sind es nicht mehr, die so auf dem freien Markt verfügbar sind. Hier gibt es noch ordentlich Fenster auf Harz. Da brauche ich die Fenster. Da waren wir zu früh mit. Da war ich zu früh mit. So, wenn die dann fertig sind, dann können wir dann nochmal gucken, ob wir noch mehr Produktionsstätten brauchen. Weil tatsächlich können wir hier gar nicht mehr großkotzige Firmen, große Inseln in diesem Stil hier errichten. Ja, das Einzige, was wir dann noch machen können, ist dann eben mit der Aussicht spielen, dass wir dann gucken können, dass wir da so einen Block optimal hinbekommen. Das ist dann eben der letzte Schritt. Mehr können wir dann am Ende. So, das war jetzt die Nummer 4. Damit bist du dann im Rahmen aller anderen. Schiff vom Stapel gelaufen. Aber noch bist du nicht bereit, ausgebaut zu werden. Schiff vom Stapel gelaufen. Wie schon sagt, ich glaube, wir gewinnen die 4 Millionen am Ende nur über den Ausbau der Ventilatoren. Gegebenenfalls. Müssten wir auch mal kurzfristig den Handel mit den Parfums verbieten, dass sich die Lager füllen. Weil wie gesagt, wir produzieren genug davon. Das ist nicht das Thema. Okay, dann Stufe 5. Versuchen wir es mit Stufe 5. Ah, ein paar kleinere stehen hier jetzt noch. Da haben wir jetzt noch nicht alle, da hatten wir ein bisschen zu wenig. Sogar noch Stufe 3 Gebäude. Aber wir sehen, es sind wenigstens Fahrstühle, die jetzt fehlen. Wie sieht's da aus? Ne, das ist. Da können wir jetzt aber eigentlich auch noch mal ein bisschen Gas geben. So, komm her hier. Hau da mal rein.
machen wir hier die Anzeige, ändern wir um auf Fahrstühle. So, Dankeschön. Das ist wirklich so ein bisschen blöd, dass man die Hoffnung hat, so eigentlich sollte es gleich losgehen, eigentlich sollte ich es geschafft haben, ich stehe kurz davor, ich weiß es nicht. Im Grunde genommen weiß man gar nichts. Ich könnte auch einfach sagen, so ich bin gleich fertig und hab die 4 Millionen nicht geschafft oder ich habe die 4 Millionen geschafft. Das ist so ein bisschen so blöd, ne? Das Schicksal steht eigentlich schon fest, aber wissen tun wir es auch nicht. Bäm, diese Städte sehen so hässlich aus. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ich schimpfe schon seit 2 Stunden. Ich beobachte 2 Zahlen. Die 4 Fahrstühle und die 50.000, die noch fehlen. Wir haben gerade neue Lieferungen Ventilatoren gekriegt. Das muss wohl so sein. Deswegen steigt die Zahl. Wie nah kommen wir jetzt ran? 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oh, ja, das sieht gut aus. Ja, run, boy, run. 20.000. 19. 17. 16. 16, nein, nicht fallen. 15. 14. Nein, nicht schon wieder fallen. Alter, wir sind doch nur noch 14.000 davon entfernt. 14.000 bis zur Glückseligkeit. Da wäre ein Zwischenziel erreicht. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bam, Shazam. Das war's. Alexa, spiel mir Applaus. Hier ist Applaus auf Amazon Music. Was? Alexa, Musik stopp. Alexa, applaudiere mir. Okay, kann sie nicht. Gibt doch keinen Grund mehr, die 4 Millionen sind weg. Okay, wir hatten sie aber. Ihr habt es gesehen. Wir hatten 4 Millionen. Die 4 Millionen waren da.
Operation erledigt, Patient tot. Mehr will ich gar nicht. So, okay. Die 4 Millionen waren erfolgreich da. Das ist das Schöne daran. Wir können also getrost sagen, das Projekt der 4 Millionen wurde erfüllt. Es waren 4 Millionen. Die Zahl haben wir gesehen. Der Rest ist Makulatur. Weil, nämlich, wir wissen ja, woran es liegt. Es liegt an den Ventilatoren. Wir scheinen auch das Parfumproblem jetzt hinbekommen zu haben. Das heißt, es sieht zumindest so aus, dass das läuft. Und sobald eben die neue Runde Ventilatoren eintrifft, sind wir in der Lage, die 4 Millionen dauerhaft zu halten. So, das ist also nicht das Ding, würde ich jetzt sagen. Also sind wir doch zufrieden und sagen, danke, das 4 Millionen Ding hat funktioniert. Ich bin happy, ihr seid happy. If you're happy and you know it, clap your hand. Sehr schön, das war das. Also ich würde sagen, ich gucke noch mal kurz nach, ob jetzt alle Häuser auf der gleichen Ebene sind. Nee, sind sie noch nicht ganz. Ein paar gibt es hier noch. Aber deutlich noch nicht. Also hier sind echt deutliche Mängel, aber das spielt keine Rolle. Denn die 4 Millionen Marke wurde geknackt. Das ist toll, das ist schön. Wie gesagt, auch wenn es nur eben angedeutet und angehaucht war, aber das spielt ja keine Rolle. Hauptsache, sie wurde gerissen. Der Rest ist mir egal für dieses Projekt. Ich nehme das jetzt nicht so wirklich, die Aufgabe, Leute, für die Let's Have und nicht Let's Have dauerhaft. Wie gesagt, wir hatten sie gesehen, sie waren da, das ist das Wichtigste. Dann sag ich mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir machen den Laden hier, lassen den Laden jetzt auffüllen, machen die letzten Items, die lasse ich jetzt durchlaufen. Das interessiert mich jetzt auch nicht so wahnsinnig, was da jetzt noch passiert. Und dann machen wir weiter mit den 5 Millionen. Die gehen wir jetzt als nächstes an. Die 5 Millionen führen uns dann jetzt dann doch tatsächlich erstmal in die neue Welt, auch wenn ich es immer gesagt habe, dass ich es so nicht machen will. Aber wenn wir das erstmal haben, dann haben wir hier nämlich eine stabile Zahl. Das heißt, wir stabilisieren jetzt die 4 Millionen. Das ist jetzt der nächste Auftrag. Wir wissen, dass es reicht eben. Das ist jetzt eben das Schöne daran, dass wir einfach wissen, dass es reicht. Da brauchen wir uns jetzt, wie gesagt, um den Rest jetzt auch keinen Kopf machen. Gehen wir jetzt eben noch auf die letzte Jagd nach und dann, aber das ist alles, was ja jetzt hier egal ist. Das ist jetzt Makulatur, das können wir auch genauso gut lassen. Und ich sag da mal, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir haben es geschafft und das finde ich einfach geil, dass dieses 4-Millionen-Projekt tatsächlich jetzt sein Ende gefunden hat. Wie gesagt, als nächstes steht eben die Stabilisierung der Zahlen auf dem Programm. Das heißt, da geht es wieder zurück eben wieder in die alte, in die neue Welt. Und das machen wir dann eben dann in einem anderen Video.
Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet euren Spaß. Falls nicht, naja, müsst ihr euch andere Videos angucken. Falls es euch gefallen hat, empfiehlt mich gerne weiter. Schaut euch gerne auch auf meinen YouTube-Kanal um. Hier gibt es ja noch so einiges mehr zu sehen. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Schaui, waui. Ich hab 4 Millionen. Ich hatte 4 Millionen. Ich hatte 4 Millionen. Schalalala. Schalalala.